Der Räuber Hotzenplotz. Was verbinden Sie damit? Was assoziiert das bei Ihnen? Ich habe den Räuber Hotzenplotz ganz spät erst kennengelernt. Als der nämlich rauskam, war ich 13 Jahre alt und da interessierte ich mich natürlich nicht dafür, sehr klar. Dann habe ich aber 2020 ein Angebot bekommen für ein Hörbuch, also Hörspiel auch, und da sollte ich die Großmutter sprechen. Und das habe ich mit großem Vergnügen getan, denn ich habe dann den Räuber Hotzenplotz kennengelernt und bin begeistert gewesen, weil dieser versteckte Humor, der eben für Erwachsene eben auch so schön ist, die Kinder können das vielleicht nicht so empfinden, die empfinden halt anderes, die haben anderen Spaß, aber ich musste so lachen über diesen, also über diesen versteckten Witz, ne, den der Ottfried Preußler da hat. Und das verbinde ich ganz stark mit dem. Und ich möchte jetzt unbedingt auch Krabat lesen oder Die kleine Hexe und so. Also das, ich habe jetzt keine Zeit gehabt, aber ich werde das bestimmt jetzt machen. Ja. Die Schauspielerei, was macht diesen Beruf für Sie ja, so besonders? Oder Sie sprechen ja auch viel, also das künstlerisch tätig sein. Vielleicht ist es ja. Fast ist das noch. Ja, also natürlich sich auszudrücken, aber womit auszudrücken? Mit dem Leben, mit den Menschen. Also ich mag Menschen, ich beobachte wahnsinnig gerne und brauche sehr lange für meine Rollen. Und das macht mir, also diese, wie soll ich sagen, Detektivaufgabe, diesen Menschen wirklich zu erfassen, das macht mir große Freude. Und ich habe dann, wenn ich dann soweit bin, das dauert dann, wie gesagt, recht lange, dann habe ich aber das immer das Gefühl, dieser Mensch hat schon gelebt und ich bin dem Rechenschaft schuldig. Irgendwie so. Ja. Und also natürlich, die Gefühle sind ja meine persönlichen, aber dass ich diese Gefühle nicht, also ganz entsprechend der Situation, die für diesen Menschen einsetze und dort sehr genau, wie gesagt, forsche, das macht mir große Freude. Ja, ja. Was tun Sie denn dann für sich, um auch stark, fit und gesund zu bleiben? Ja, viel. Ich mache regelmäßig also Körperübungen, Gymnastik. Ich laufe auch nicht so viel, aber so Trampolinspringen. Aber vor allen Dingen das Yoga hilft mir sehr. Ich ernähre mich gesund. Ja, ich glaube, das reicht. Ne? Ja, wie gesagt, aber natürlich die Begeisterung für den Beruf, dass, diese Freude und dass ich in meinem Alter einfach weiter diesen Beruf ausüben kann. Also das finde ich großartig. Ne? Das ist ein Geschenk. Ja, ja. Jetzt steht Weihnachten vor der Tür. Wie werden Sie feiern? Ich glaube, ich habe so viel gedreht, gerade in den letzten Monaten. Ich bin so froh, zu Hause zu sein. Und ich glaube, das wird sehr unaufwendig sein. Also ich werde sicher einen Weihnachtsbaum haben und ein bisschen Familie, aber sonst nichts.